Willkommen zurück zur zweiten Folge von This or That mit Andi und Sabine. Wir haben heute wieder 5 Folien vorbereitet, die haben wir beide natürlich noch nicht gesehen. Wir diskutieren dann drüber und entscheiden sich entweder für This oder That. Damit würde ich sagen, starten wir auch gleich in die erste Folie. Was macht mehr Spaß, Caster bei einem E-Sports-Turnier oder Spieler bei einem E-Sports-Turnier? Das ist auf jeden Fall eine Frage mehr für dich, weil ich habe noch keines davon gemacht, außer eben jetzt This or That. Was mehr Spaß macht, kann ich mir vorstellen, dass du als Spieler sicherlich viel mehr drinnen bist in dem Game und viel mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr gestresst, würde ich fast sagen. Also es macht sicher auch viel Spaß, da einfach für etwas zu kämpfen, ein Ziel zu haben, wohingegen die Caster ja einfach nur das Game jetzt beurteilen, darüber reden. Also mehr Spaß würde ich auf jeden Fall als Spieler denken. Ja, ich denke, das ist nicht so eindeutig. Ich meine, ich habe beides miterlebt. Klar, wenn du als Spieler vieles bis alles gewinnst, dann macht das richtig Spaß. Du hast trotzdem nur ein Game die Woche oder eine Series die Woche. Als Caster hast du viel mehr Games und die können teilweise echt spannend sein, Spaß machen, gerade mit dem richtigen Co-Caster. Also macht auf jeden Fall auch viel Spaß, aber ich denke, schlussendlich setzt sich dann doch der Spaß als Spieler durch. Also ich würde auch für Dead gehen auf dieser Folie. Wo spielt ihr Clash Royale? Auf dem Handy oder auf dem Tablet? Also ich habe beides, obwohl das Tablet gehört eigentlich meinem Freund. Trotzdem benutze ich es mehr als er. Und darauf spiele ich dann schon lieber ein paar Spiele, einfach weil man es größer hat, man sieht es besser, man hat alles ein bisschen mehr besser unter Kontrolle als am Handy, finde ich einfach. Ja, also du entscheidest dich für die Größe, eh klar. ich würde fast sagen, ich persönlich mag es lieber auf dem Handy. Ich habe auch ein Tablet, benutzt das aber so gut wie gar nicht, bis gar nicht. Eventuell auf der Uni habe ich mir jetzt einen neuen Laptop gekauft, also ich denke, auch da wird das nicht mehr viel zum Einsatz kommen. Ich mag es lieber kompakt. Ich meine, mein Handy ist auch relativ groß, aber gerade ein Tablet als Mann ist es schwer, so etwas mitzunehmen und da spielst du weniger drauf. Ich habe natürlich keine Handtasche und dadurch spiele ich dann doch lieber auf dem Handy. Okay, wer überliegt? Gold EDC mit Diamond Support oder Diamond EDC mit Gold Support? Aber ich denke, da ist das Matchup genauso wichtig, also in diesem Fall Kaiser mit Nami und Lucian mit Braum. Was sagst du dazu? Ja, also wenn wir jetzt nicht nur auf die Elo schauen, sondern auch aufs Matchup selber, ist es definitiv einfacher, als Braum einfach eine Q zu treffen oder einfach nur ein Auto-Tag zu machen. Dann kann der Lucian reindashen, hat schon seine Passive ready und dann ist mal schnell die Kaiser oder die Nami gestunt. Und was wollen sie dann vor allem Pre-6 noch großartig machen? Sie kommen dann nicht raus. Deswegen bin ich auf jeden Fall für Diamond ADC mit Gold, AD Carry, Lucian und Braum gegen dieses Matchup auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich würde ich fast die Advantage zu Diamond Support mit Gold ADC geben, aber in diesem Matchup würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Kaiser ist keine starke Lane, auf der anderen Seite Nami kann viel negieren, du hast immer den Heal dabei, kannst fast jede Lane sustainen, aber Lucian mit Braum hat halt dieses unglaubliche All-In und da kannst du als Lucian nicht viel falsch machen. Wenn der Braum engaged sitzt, kommst du als Kaiser, die keinen Dash oder so hat, also nur den Speed-Up, kommst du einfach nicht weg und dadurch würde ich in diesem Matchup vor allem dem Diamond EDC mit Gold Support die Advantage geben, auch wenn das grundsätzlich meistens die Lane vom Support entschieden wird. Aber in diesem Fall bei dem Matchup auf keinen Fall, weil diese Lane ist viel stärker generell. Okay, Project Cars 2 ist am besten. Mit einem Lenkrad und Pedalen oder mit dem Controller? Da stelle ich mir vor, hat man auf jeden Fall das bessere Feeling mit dem Lenkrad und den Pedalen. Wenn man dann eh schon sich vorstellt, man fährt gerade ein wirkliches Auto, dann hat man viel mehr dieses Gefühl, ein Lenkrad in der Hand zu haben, vor allem wenn man selber einen Führerschein hat. Da denke ich mir, dann kommt einfach diese Erfahrung vom echten Leben da auch wieder rein und fühlt sich einfach viel besser an, ein Lenkrad in der Hand zu haben, als so einen kleinen Controller. Was denkst du? Ja, ich meine, ich spiele leider nur mit dem Controller, habe kein Lenkrad, aber ich stelle es mir auch vor, dass das auf jeden Fall besser funktioniert mit dem Lenkrad. Umsonst machen es die Profis nicht. Die spielen mit Lenkrad und Pedalen und das hat natürlich seine Vorteile. Es fühlt sich wie beim echten Fahren an und gibt auch gewisse Advantages. Also ich würde auch auf jeden Fall lieber zum Lenkrad greifen, muss leider selber zum Controller greifen, weil ich kein Lenkrad besitze. Und damit kommen wir, denke ich, zur letzten Folie. Und wer wird gewinnen? TKA eSports oder ION eSports? Dazu ist zu sagen, TKA an der Spitze immer noch ungeschlagen. ION hat einen unglaublich guten Start, 4-0 gestartet, haben jetzt etwas gestruggelt. Was sagst du dazu? Ja, also ich glaube, TKA wird vielleicht gegen Alpaca noch ein, vielleicht zwei Spiele abgeben, wenn überhaupt. Aber vor den Semifinals oder den Finals überhaupt werden sie kein Game abgeben. Also ich denke, das ist ziemlich eindeutig, dass der TKA 2-0 wieder gewinnt. So wie in den Wochen einfach davor. Was denkst du? Ja, ich denke, TKA auch ohne Argurin. Man hat gesehen, Inishin hat sich gut in das Team eingefunden. Der King wird immer stärker. Ich denke, dieses Team wird fast nicht bis nicht zu schlagen sein, wie du richtig gesagt hast. In der letzten Woche der Liga spielen sie gegen Alpaca eSports. Du hast es angesprochen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Aber ich denke, gegen ION eSports sind sie einfach zu mächtig. Und dadurch denke ich auch, dass TKA sich da doch deutlich durchsetzen wird.
Ich denke, das war auch die letzte Folie und damit sagen wir danke fürs Schauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.